Ja, Vektorraum, Polynome und klassisch Vektoren kommt in die Playlist rund um Vektorräume unter der Rubrik Unimathematik. Man kommt meistens aus der Schule und hat halt so diese klassische Schreibweise Vektoren. Ich nehme jetzt mal 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1. Das ist jetzt so eine klassische Basis, ist die Standardbasis für R3, ja, das heißt, mit diesen drei Vektoren könnt ihr alle Vektoren beschreiben. Ein Beispiel, 3 mal 1, 0, 0 plus 4 mal 0, 1, 0 plus 2 mal 0, 0, 1 ergibt 3, 4, 2. Ja, könnte man jetzt noch optisch visualisieren. Und ich will jetzt einfach nur mal nochmal deutlich machen, jetzt Vektorraum, Polynome, dass man so ein bisschen vom Gedankengang her, das tut dann mal ganz gut, wenn man den Unterschied auch sieht, dass man sich jetzt mal folgende Menge nimmt, nämlich x hoch 3, x hoch 2, x hoch 1, müsste ich nicht hinschreiben, wäre x, mache ich trotzdem zur Verdeutlichung, und x hoch 0, es wäre 1, aber auch zur Verdeutlichung, ne? Irgendwas hoch 0 ist 1. Ja, jetzt habt ihr eine Basis mit Dimension 4. Und was kann man jetzt hieraus erbasteln? Auch die Gegebenheiten sollten klar sein. Ansonsten schaut man sich das nochmal an. Was gilt für einen Vektorraum? Dass, wenn ich entsprechend zwei Vektoren addiere, wieder ein Vektor entsprechend aus dieser Menge herauskommt. Und dass ich, wenn ich den Vektor multipliziere mit einer Zahl, also mit einem Skalar, auch wieder ein Vektor entsprechend rauskommt. In diesem Falle jetzt nehme ich mal 4 mal x3 plus 2 mal x hoch 3 plus 2 mal x hoch 2 plus 5 mal x hoch 1, ich schreibe es extra so hin, minus 4 mal x hoch 0 wäre minus 4 mal 1, also minus 4. Hier seht ihr jetzt so eine klassische Schreibweise. Und so ein bisschen jetzt mal hier vom Gedankengang her, ne? Ihr habt hier Zahl, 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 Zahl. Und wenn ich es trotzdem jetzt nochmal hinschreibe, ne? Dann nur mal einmal, um reinzukommen. Und dann kann man immer weiter in die Tiefe gehen, dass man, wenn man Vektorraum hört, nicht zwangsläufig bei einem Vektor in der klassischen Schreibweise wie hier landet, sondern jetzt haben wir hier entsprechend, ja, Polynome und haben jetzt hier auch entsprechend einen Vektorraum. Und das mal mit aufzunehmen und dann Schritt für Schritt voranzukommen. Ich habe auch noch weitere Beispiele dazu in der Playlist. Dann schafft ihr so den Sprung. Meistens kommt man eben von der Schule und hat damit dann erstmal Probleme. Dann ist man visuell grob drin. Und mit den entsprechenden Übungsaufgaben kommt ihr da auch eigentlich easy durch.